Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zur Eröffnung der Sonderausstellung Verräter oder Helden, Fritz Bauer und der Prozess um den 20. Juli 1944 begrüßen zu können. Nach dem Scheitern des Umsturzversuches sprach Adolf Hitler noch in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 im Rundfunk von einer, Zitat, ganz kleinen Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherisch dummer Offiziere, Zitat Ende, die sich gegen ihn gewandt hätten. Nun, tatsächlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die ohnehin zahlenmäßig schwache Umsturzbewegung in seinen Äußerungen weiter zu verkleinern. Wenn er zugegeben hätte, wie weit verzweigt diese Verschwörung trotzdem war, dann hätte er diese gleichzeitig in ihrer Bedeutung herausgestellt. Dies konnte aber nicht das Ziel des Diktators im fünften Kriegsjahr sein. So wurde eine nationalsozialistische Propagandaparole von Hitler selbst ausgegeben, von Reichspropagandaminister Goebbels orchestriert und dann textlich und visuell in die Propaganda des Herbstes 1944 eingebaut. Tatsächlich aber hielten sich die 1944 entwickelten Stereotype noch erheblich über den 8. Mai 1945 hinaus. Der 8. Mai 1945 wurde ja von vielen als Zusammenbruch und nicht, wie es tatsächlich war, als Befreiung empfunden. Grundsätzlich wurde der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den westlichen Besatzungszonen in der unmittelbaren Nachkriegszeit in einer noch vom NS-Regime geprägten Gesellschaft mit nur wenigen Ausnahmen negativ bewertet. In den ersten Jahren nach 1945 gab es nur wenig öffentliche Gedenkfeiern. In der veröffentlichten Meinung gab es nur einige zaghafte Schilderungen und lediglich die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer selbst oder ihre Angehörigen versuchten, die Erinnerung an den Widerstand aufrechtzuerhalten. Dies änderte sich erst ab 1948 ein wenig, als erste Versuche, den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 positiv zu bewerten, sich auf die Notwendigkeit zum Widerstand gegen die sowjetische Besatzungsmacht stützen konnten, die zu dieser Zeit die Verkehrswege in die deutsche Hauptstadt Berlin blockierten. Dennoch wurde in dieser Zeit gegen ehemaligen Widerstandskämpfern der Verratsvorwurf offen erhoben. Und dies blieb bis weit in die 1950er Jahre so. In ihrer Sonderausstellung »Ihr trugt die Schande nicht«, die frühe Erinnerung an den 20. Juli 1944, hat sich die Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Jahr 2019 dieser Entwicklung ausführlich gewidmet. Doch die Vorbehalte gegenüber Regimegegnern und Regimegegnern waren nicht nur weit verbreitet, sondern sie wurden von ehemaligen Nationalsozialisten und Neonationalsozialisten offen geschürt. Ihr Sammelbecken war die 1949 gegründete sogenannte Sozialistische Reichspartei, die schließlich vom Bundesverfassungsgericht im September 1952 verboten wurde. Einer der Männer, die am 20. Juli 1944 von Goebbels mit der Niederschlagung des Umsturzversuchs beauftragt wurden, Oberst Otto Ernst Rehmer, der sich bis zu seinem Tod in den 1990er Jahren als Nationalsozialist verstand und aktiver Holocaustleugner war, gehörte schon 1949 zu den Mitbegründern der Sozialistischen Reichspartei. Rehmer erklärte im Mai 1951, Zitat, dass die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 in starkem Maße Landesverräter gewesen seien, die vom Ausland bezahlt worden seien. Diese Landesverräter würden sich eines Tages vor einem deutschen Gericht zu verantworten haben. Es werde einmal die Zeit kommen, in der man schamhaft verschweige, dass man zum 20. Juli gehört habe. Es habe eine ganze Reihe von Widerstandskämpfern gegeben, die sich gegenseitig verraten hätten, als die Dinge schief gegangen seien. Diese nehmen heute große Staatspensionen in Empfang. Rehmer, Zitat Ende.
Für diese Diffamierungen, die mit der Realität nichts zu tun hatten, wurde Rehmer dann im März 1952 wenigstens wegen übler Nachrede in Tateinheit mit Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu einer Haftstrafe von 3 Monaten, der ersten seiner vielen Strafen, verurteilt. Es wäre allerdings nicht zu dem Verfahren gegen ihn gekommen, wenn sich nicht der unvergessene Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, zu dieser Zeit noch in Braunschweig tätig, besonders engagiert hätte. Nach 70 Jahren widmet sich diese Ausstellung dem Engagement von Fritz Bauer und dem Prozess in Braunschweig. Und dies ist damit nicht nur ein Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sondern zeigt in besonderem Maße, wie sich die junge Demokratie gegen den Neonationalsozialismus und Rechtsextremismus zur Wehr zu setzen verstand. Rehmer wollte den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 diffamieren. Im Ergebnis wurde im Prozess vor dem Landgericht Braunschweig nicht nur die Legitimität, sondern auch die Notwendigkeit des Widerstands gegen den Nationalsozialismus herausgearbeitet. Exemplarisch zeigt sich hier, wie die rechtsextreme Umdeutung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in der Frühphase der Bundesrepublik Deutschland scheiterte. Doch natürlich stellt sich die Frage, wie wäre diese Entwicklung ohne Fritz Bauer verlaufen? Die vorliegende Ausstellung und der Katalog sollen zum Nachdenken anregen, nicht nur über Fritz Bauer und den Prozess in Braunschweig, sondern ganz grundsätzlich auch darüber, wie postdiktatorische demokratische Gesellschaften mit rechtsextremistischen Interpretationen des vorangegangenen Regimes umgegangen sind und umgehen sollten. Dies ist in der Zeiten von erstarkendem Rechtsextremismus und anwachsendem Neonationalsozialismus notwendiger denn je. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass immer noch versucht wird, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu diffamieren, umzudeuten oder zu instrumentalisieren. Dem gilt es auch heute entgegenzutreten. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir die Ausstellung nicht nur heute hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zeigen, sondern dass zum selben Zeitpunkt diese Ausstellung auch im Landgericht Braunschweig zu sehen sein wird. Ich freue mich sehr, es ist das erste Mal, dass wir eine Doppeleröffnung haben und eine Ausstellung in Zeiten der Pandemie an 2 Orten gleichzeitig eröffnen können. Unser Dank gilt auch der Zusammenarbeit mit dem Landgericht Braunschweig. Aber vor allen Dingen gilt der Dank heute Claudia Fröhlich für die sorgsame und fundierte Kuratierung der Ausstellung, Christine Sandow für ihre kompetente Redaktion und Karl Lehmann für die visuell ansprechende grafische Gestaltung. Die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Claudia Fröhlich, ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet derzeit für das Zentrum für kulturwissenschaftliche Forschung in Lübeck. Bis 2009 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle Widerstandsgeschichte der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und des Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität Berlin. Und sie ist auch Herausgeberin des Jahrbuchs für Politik und Geschichte. Ich freue mich sehr, liebe Frau Fröhlich, dass wir Sie heute für den einführenden Vortrag gewinnen konnten und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrter Herr Tuchel, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich begrüße Sie zur Eröffnung der Ausstellung Verräter oder Helden, Fritz Bauer und der Prozess um den 20. Juli hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Vor 70 Jahren, Anfang März 1952, kündigten die Zeitungen bundesweit den Prozess um den 20. Juli an. Mehr als 70 Journalisten beobachteten im Landgericht in Braunschweig das Verfahren und sie waren sich schnell einig, in diesem Prozess geht es nicht um den Angeklagten Otto Ernst Rehmer, sondern es geht um die Widerstandsbewegung. Dieser Prozess am Landgericht Braunschweig soll, so titelte damals die Süddeutsche Zeitung, Geschichte schreiben und Rehmer sei nur der Anlass des Prozesses und schon am ersten Tag, so war damals in der FAZ zu lesen, sei Rehmer zur Randfigur geworden. Zunächst ein kurzer Blick zurück, was war der Anlass dieses Verfahrens, das im Frühjahr 1952 Geschichte schreiben sollte. Blicken wir also zunächst zurück in das Jahr 1944.
Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg hatte am 20. Juli 1944 versucht, Hitler in dessen Hauptquartier in der Wolfschanze durch einen Sprengstoffanschlag zu töten. Doch Hitler hatte das Attentat überlebt. Er befahl Otto Ernst Rehmer, der damals in Berlin Kommandeur des Wachbataillons Großdeutschland war, Hitler befahl Rehmer persönlich, den Widerstand in Berlin niederzuschlagen. Rehmer besetzte daraufhin mit seinem Wachbataillon die Zentrale des Widerstandes, das Oberkommando des Heeres, hier im Berliner Bendlerblock. Als Anführer des Widerstandes wurden noch in derselben Nacht hier im Hof, im Bendlerblock, erschossen Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg, sein Adjutant Werner von Haften, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim und Friedrich Olbricht. Ludwig Beck wurde nach 2 misslungenen Selbstmordversuchen erschossen. Rehmer wurde nach der Niederschlagung des Widerstandes zum Generalmajor befördert. Die NS-Propaganda stilisierte ihn zu dem vorbildlichen, treuen deutschen Soldaten. Nach der Kapitulation und dem Ende des NS-Regimes war es nur kurze Zeit ruhig um Rehmer. 1949 gründete er dann mit anderen Männern zusammen die rechtsextreme Sozialistische Reichspartei, die SRP. Rehmer war ein beliebter Redner, ein Zugpferd der Partei, und als er 1951 im niedersächsischen Wahlkampf für die SRP warb, waren die Säle oft überfüllt. Auf einer Wahlkampfrede in Braunschweig im Schützenhaus Anfang Mai 1951 hörten mehr als 1000 Interessierte, was Rehmer über den Widerstand zu sagen hatte. Und ich zitiere Otto Ernst Rehmer im Mai 1951. Diese Männer sind zum Teil Landesverräter gewesen. Und es wird die Zeit kommen, in der man schamhaft verschweigt, dass man zum 20. Juli gehört hat. Die SRP war mit ihrem Wahlkampf und ihrer Strategie durchaus erfolgreich. Sie gewann bei der Wahl in Niedersachsen im Mai 1951 11% der Stimmen und zog in den niedersächsischen Landtag ein. Der damalige Bundesinnenminister Robert Lehr jedoch stellte Strafantrag gegen Rehmer. Lehr war aktiv am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt gewesen. Er hatte damals zum Kreisauer Kreis gehört. Und Lehr fühlte sich von Rehmers Verratskampagne persönlich beleidigt. Der in Braunschweig zunächst für die Ermittlungen gegen Rehmer zuständige Oberstaatsanwalt Dr. Erich Günther Topf jedoch teilte Lehr mit, er wolle Rehmer nicht anklagen. Denn, so argumentierte der Staatsanwalt, Rehmer könne nicht nachgewiesen werden, dass er Lehr persönlich beleidigen wollte. Rehmer hatte nämlich ausgesagt, er habe gar nicht gewusst, dass der Innenminister im Widerstand war. Fritz Bauer war damals Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Und als er von Topfs Mitteilung an den Innenminister erfuhr, schaltete er sich sofort ein. Er widersprach Topf und wies ihn an, Rehmer wegen übler Nachrede anzuklagen. Fritz Bauer übernahm kurze Zeit später persönlich das Verfahren und initiierte dann einen wirklich großen Prozess um den 20. Juli. Das Verfahren gegen Rehmer in Braunschweig wurde der erste große öffentliche Prozess, den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer führte. Fritz Bauer war 1949 nach Deutschland zurückgekehrt. Als junger Jurist hatte er schon in den 20er Jahren in der Weimarer Republik eine aussichtsreiche Karriere begonnen. Jedoch als Jude, Sozialdemokrat und als ein engagierter Verteidiger der Weimarer Republik war er von den Nationalsozialisten schon 1933 aus dem Staatsdienst entlassen worden und inhaftiert worden. Fritz Bauer jedoch konnte emigrieren und überlebte die nationalsozialistische Verfolgung in Dänemark und Schweden. 1949, nach Gründung der Bundesrepublik, kehrte Fritz Bauer nach Deutschland zurück. Er wollte die Demokratie und den Rechtsstaat mit aufbauen. Bauer war zunächst Landgerichtsdirektor und dann Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Im Rückblick sagte Fritz Bauer, und ich zitiere ihn, als ausgerechnet Rehmer durch die deutschen Lande zog und die Widerstandskämpfer hoch- und Landesverräter schalt, galt es zuzugreifen. Nicht nur um das Andenken der Männer und Frauen willen, die für die Erhaltung der Menschenrechte in den Tod gegangen waren, sondern um das Widerstandsrecht, das in der deutschen Rechtslehre völlig verkümmert war, erneut zu sanktionieren. Fritz Bauer hatte also das Ziel, er wollte mit dem Prozess gegen Rehmer nachweisen, dass die Männer um Stauffenberg
das Recht hatten, gegen den NS-Staat Widerstand zu leisten. Er wollte zeigen, dass sie keine Verräter waren. Die Presse fragte damals in einigen Berichten, ob Deutschland, ob die junge Bundesrepublik diesen Prozess eigentlich wirklich nötig habe. Und Generalstaatsanwalt Fritz Bauer antwortete ja. Denn Remers Verratsvorwurf war 1951 tatsächlich nur der Höhepunkt einer wirklich ganz breiten Verratskampagne. Da waren etwa die ehemaligen Soldaten der Wehrmacht, die jetzt im Verband deutscher Soldaten neu organisiert waren, und auch sie diffamierten die Widerstandskämpfer. Die Widerstandskämpfer seien kein Vorbild für die Soldaten einer zukünftigen deutschen Armee oder Politiker der deutschen Partei. Sie bezeichneten die Männer vom 20. Juli als Lumpen und Verräter. Und auch manche westdeutsche Gerichte qualifizierten damals, 1951, den Widerstand vom 20. Juli 1944 als Verrat. So stellte etwa das Landgericht München im Februar 1951 fest, die Widerstandskämpfer um Dietrich Bonhoeffer und Hans Oster hätten Hoch- und Landesverrat begangen. Und die Staatsanwaltschaft Lüneburg stellte ebenfalls im Jahr 1951 fest, dass auch die Todesurteile gegen die Widerstandskämpfer der Roten Kapelle Folge des von ihnen begangenen Hoch- und Landesverrats gewesen seien. Ein Journalist der Wochenzeitung Die Zeit bilanzierte in diesem Sommer 1951 anlässlich des 7. Jahrestages des 20. Juli, und ich zitiere aus der Zeit: Die Verräter von damals gelten schon wieder als Verräter. Wenn das so weitergeht, wird mancher Deutsche mit Bitterkeit sagen, es lohnt sich nicht mehr, in diesem Lande zu leben. Und die Angehörigen des Widerstandes werden den nächsten Jahrestag des Aufstandes im Ausland verbringen. Fritz Bauer wollte den Widerstand von diesem Stigma des Verrats befreien. Ihm ging es nicht um Remer, sondern um die Rehabilitierung des Widerstandes. Deshalb initiierte er im März 1952 einen Prozess um den 20. Juli. Fritz Bauer begrüßte ausdrücklich, dass die Angehörigen der Widerstandskämpfer als Nebenkläger dem Prozess beitraten. Marion Gräfin Jörg von Wartenburg und Alexander von Hase etwa kamen nach Braunschweig zum Prozess. Alexander von Hase war der Sohn des ehemaligen Vorgesetzten von Remer, des Stadtkommandanten von Berlin, Paul von Hase. Paul von Hase hatte am 20. Juli 1944 für die Widerstandskämpfer in Berlin abriegeln lassen, und auch er war nach dem 20. Juli hingerichtet worden. Sein Sohn Alexander von Hase brachte ein Bild seines Vaters zum Prozess nach Braunschweig mit. Und es gibt ein sehr eindrucksvolles Foto, das zeigt, wie Alexander von Hase während des Prozesses in Braunschweig das Bild seines Vaters zeigt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir in unserer Ausstellung dieses und viele weitere Fotos aus dem Braunschweiger Landgericht, aus dem Gerichtssaal, hier in der Ausstellung zeigen können. Der Münchner Fotograf Gerhard Kronefeld hat damals während des Prozesses im März 1952 diese Fotos im Landgericht gemacht. Und sie dokumentieren tatsächlich sehr eindrucksvoll das Prozessgeschehen und die damalige Atmosphäre. Fritz Bauer begrüßt es also ausdrücklich, dass die Angehörigen der Männer vom 20. Juli als Nebenkläger nach Braunschweig kamen. Auch Anne-Dore Leber, die Witwe von Julius Leber, und Uwe Jessen, der Sohn von Jens Jessen, waren nach Braunschweig gereist. Sie alle sagten über die Motive des Widerstandes aus. Sie alle gaben dem Widerstand ein Gesicht. Als nun aber auch Anna von Harnack Strafantrag gegen Remer stellte, bat Fritz Bauer sie, diesen Strafantrag zurückzuziehen und nicht nach Braunschweig zu kommen. Ernst von Harnack, ihr Mann, hatte als Jurist und als ein überzeugter Sozialdemokrat sehr früh gegen die Nationalsozialisten argumentiert. Er war früh im Widerstand. Und er war mit den Zielen des Staatsstreichs vom 20. Juli 1944 vertraut. Auch er wurde vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und im März 1945 im Strafgefängnis Plötzensee erhängt. Aber Anna von Harnack war auch verwandt mit Arvid und Mildred Harnack, die zum Widerstandskreis der Roten Kapelle gehört hatten. Die Rote Kapelle war in der Bundesrepublik, wie schon im Nationalsozialismus, noch immer als kommunistischer Widerstand
verrufen. Und Fritz Bauer war sich im Klaren, dass in einer Zeit des Kalten Krieges diesen als kommunistisch stigmatisierten Widerstand nicht wird rehabilitieren können. Er meinte, es sei schon eine Gefahr, im Gerichtssaal überhaupt über diesen Widerstand zu sprechen. Deshalb teilte Fritz Bauer nun Anna von Harnack mit, er wolle den Prozess auf den 20. Juli begrenzen, um nicht zum Nachteil der ganzen Sache von dieser Linie abzuweichen, wie er damals sagte. Fritz Bauer führte also aus prozesstaktischen Gründen ausschließlich einen Prozess um den 20. Juli. Für Anna von Harnack bedeutete diese Ausgrenzung eine weitere Niederlage, nachdem, ich hatte es erwähnt, die Staatsanwaltschaft Lüneburg wenige Monate zuvor den Widerstand der Roten Kapelle als Landesverrat bezeichnet hatte. Dass die Begrenzung auf den Widerstand vom 20. Juli tatsächlich nur eine prozesstaktische, eine strategische Begrenzung war, wurde im Prozess deutlich, als Fritz Bauer zum Abschluss in seinem Plädoyer dann doch noch die Frage stellte, ob nicht jedermann berechtigt gewesen sei, Widerstand zu leisten. Diese Frage war eine rhetorische und Fritz Bauer bejahte sie in seinem Plädoyer. Und sein Plädoyer hatte eine ungewöhnliche Folge, denn der Vorsitzende Richter Joachim Heppe schaltete sich nach Bauers Plädoyer noch einmal in den Prozess ein. Er gab eine persönliche Erklärung ab. Heppe erzählte, dass er 1943 als Soldat in russische Gefangenschaft geraten sei und dass auch er damals den Widerstand, etwa des Nationalkomitees Freies Deutschland, dass auch er diesen Widerstand damals als Landesverrat entschieden abgelehnt habe. Und Heppe fragte dann Fritz Bauer, ob er nun verlange, dass das Gericht auch diesen Widerstand als rechtmäßigen anerkennen solle. Und Heppe sagte weiter, das alles stelle ihn, den Richter, und ich zitiere ihn, vor große und innerste Gewissenskonflikte. Es sei schwierig für ein deutsches Gericht, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus anzuerkennen. Ein Journalist berichtete, dass atemlose Stille im Gerichtssaal herrschte, als Fritz Bauer Heppe antwortete, und ich zitiere Fritz Bauer, Herr Heppe, in diesem Prozess geht es um die Männer vom 20. Juli und wir wissen, dass Sie ein warmes Herz für diese Männer haben. Lassen Sie es nicht erkalten. Soweit Fritz Bauer. Nach 4 Verhandlungstagen zogen sich die Richter zurück. Sie berieten viele Stunden. Am 15. März verkündete Richter Joachim Heppe das Urteil. Rehmer wurde wegen übler Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu einer Gefängnisstrafe von 3 Monaten verurteilt. Richter Joachim Heppe betonte noch einmal in der Begründung des Urteils, wie ich zitiere ihn, bitter und hart es für ein deutsches Gericht sei, das Unrecht des Nationalsozialismus zu verurteilen und den Widerstand anzuerkennen. Das Urteil war für Fritz Bauer ein großer Erfolg. Es markierte tatsächlich eine Wende in der Bewertung des 20. Juli. Mehr als 7 Jahre, nachdem die Widerstandskämpfer in Berlin hingerichtet worden waren, wurde ihr Handeln endlich als rechtmäßig anerkannt. Das Urteil war vor allem auch ein Erfolg für Fritz Bauer, weil das Landgericht seiner Rechtsauffassung gefolgt war und feststellte, dass der NS-Staat ein Unrechtsstaat war und dass die Männer um Stauffenberg das Recht hatten, Widerstand zu leisten. Nun, nach dem Urteil in Braunschweig im März 1952, lauteten die Schlagzeilen in den Zeitungen, Widerstandskämpfer waren keine Landesverräter und Widerstandskämpfer rehabilitiert. Ich möchte nun noch einmal in das Prozessgeschehen eintauchen und fragen, wie war nun Fritz Bauer ja ganz gegen den öffentlichen und juristischen Zeitgeist, wie war es ihm gelungen, nachzuweisen, dass die Widerstandskämpfer keine Verräter waren? Da gemäß Strafgesetzbuch Verrat begeht, wer mit dem Vorsatz handelt, dem eigenen Land zu schaden, musste Fritz Bauer im Verfahren den Nachweis erbringen, dass die Männer um Stauffenberg Deutschland nicht schaden wollten. Fritz Bauer lud im Namen der Staatsanwaltschaft Zeugen und Gutachter ein, die über die Motive des Widerstandes sprachen und über die Motive der Widerstandskämpfer aussagen sollten. Er lud etwa Karl Friedrich Bonhoeffer ein.
Ein Gericht, ich hatte es erwähnt, hatte wenige Monate zuvor im Sommer 1951 den Widerstand seines Bruders, des Theologen Dietrich Bonhoeffer, als Verrat bezeichnet. Jetzt, auf Einladung von Fritz Bauer, konnte Karl Friedrich Bonhoeffer endlich im Verfahren gegen Rehmer über den Widerstand seines Bruders öffentlich sprechen. Und er sagte, ich zitiere ihn, mein Bruder betrachtete Hitler als den Antichrist. An Deutschland hing er mit allen Fasern seines Herzens. Als Zeuge trat im Verfahren auch Otto John auf. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz berichtete, wie er für die Widerstandskämpfer Kontakte zu Diplomaten im Ausland in Spanien geknüpft hatte. Ziel dieser Kontakte sei nie ein Landesverrat gewesen. Man habe vielmehr verantwortungsvoll in Erfahrung bringen wollen, wie das Ausland auf einen deutschen Widerstand reagieren würde. In unserer Ausstellung können Sie in der Medienstation die Aussage und die damalige Befragung von Otto John im Originalton hören. Das ist ein ja wirklich spannendes zeithistorisches Dokument, das die ganze aufgeheizte Atmosphäre der damaligen Zeit aus dem Gerichtssaal vermittelt. Nach Otto John entkräftete auch der Historiker Percy Ernst Schramm den Verratsvorwurf. Im Gerichtssaal analysierte er die militärische Lage am 20. Juli und er bilanzierte, am 20. Juli sei Deutschland schon, wie Schramm sagte, total verraten gewesen und der Krieg sei schon verloren gewesen. Weder Verrat noch Sabotage hätten die deutsche Niederlage herbeigeführt. Mit der Aussage von Schramm war die von den Rechten, auch von Otto Ernst Rehmer, propagierte Dolchstoßlegende widerlegt. Schließlich sagte auch Hans Lukaschek, der damalige Bundesminister der Vertriebenen, aus. Und Lukaschek berichtete, dass man auch im Kreisauer Kreis nach Menschen Ausschau und Umschau gehalten habe, die gegen Hitler, aber für Deutschland waren. Für Fritz Bauer war es prozessstrategisch besonders wichtig, dass mit Lukaschek ein Vertreter der Bundesregierung im Gerichtssaal in Braunschweig auftrat. Denn die Bundesregierung hatte im Oktober 1951 öffentlich im Bundestag als Reaktion auf die Verratskampagnen eine Ehrenerklärung für den Widerstand vom 20. Juli abgegeben. Das Kabinett von Adenauer hatte sich dazu zwar nur auf Drängen der Amerikaner entschlossen, aber Fritz Bauer wollte im Gerichtssaal an dieses positive Signal für den 20. Juli anknüpfen. Und wie sich zeigte, war diese Fokussierung auf den 20. Juli ja klug gewesen. Auch die Ladung des ehemaligen Generalleutnants Helmut Friebe hatte Fritz Bauer wohl kalkuliert. Friebe war damals der ehemalige Vorsitzende des Verbandes Deutscher Soldaten. Er hatte sich aber im Sommer 1951 von den Verleumdungskampagnen gegen die Widerstandskämpfer distanziert. Friebe verkörperte im Prozess ja sozusagen die Gegenfigur zu Otto Ernst Rehmer. Friebe verkörperte nämlich den damals seltenen Typ des ehemaligen Soldaten der Wehrmacht, der nach 1945 Vergangenheit bewältigt und gelernt hatte. Friebe berichtete, dass er 1944, ganz ähnlich wie der Vorsitzende Richter, den Widerstand abgelehnt hatte. Nun aber wisse er, dass die Männer vom 20. Juli Deutschland nicht verraten haben. Friebe sprach in seinem Gutachten auch über die Bedeutung des Soldateneides. Denn die Soldaten der Wehrmacht hatten ihrem Befehlshaber Hitler gehorsam geschworen und Rehmer hatte den Männern vom 20. Juli vorgeworfen, mit ihrem Widerstand diesen Soldateneid, den auch sie als Soldaten geschworen hatten, gebrochen zu haben. Und das sei Verrat gewesen. Friebe sagte nun aber, ein legitimer Treueeid, auch ein legitimer Soldateneid, verpflichte die Soldaten auf das Gemeinwohl und könne niemals nur an eine alleinige Autorität, geleistet werden. Auch Fritz Bauer qualifizierte im Prozess den Eid als, wie er sagte, unsittlich und deshalb ungültig. In der Öffentlichkeit löste das damals große Empörung aus. In unserer Ausstellung können Sie einige Briefe von Angehörigen von Soldaten nachlesen. Sie schrieben damals an Fritz Bauer und warfen ihm vor, ihre Söhne beleidigt zu haben.
Doch zurück in den Gerichtssaal, zum Prozessgeschehen. Die Anwälte von Rehmer griffen Friebe, den Gutachter, persönlich an. Er sei im Gerichtssaal von der Staatsanwaltschaft als unbekannter Generalleutnant serviert worden und Friebe sei für sie nicht sachverständig. Die Gegenstrategie der Verteidigung setzte während des ganzen Prozesses auf diese Art der Diffamierung von Gutachtern und Zeugen. Um Bauers Rechtsauffassung zu widerlegen und die Rechtmäßigkeit des Eides nachzuweisen, setzten die Rechtsanwälte von Rehmer auf die alte militärische Elite. Die Verteidigung von Rehmer beantragte so zum Beispiel die Vernehmung des ehemaligen Generalfeldmarschalls Erich von Manstein. Von Manstein war zwar von einem britischen Militärgericht wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden und war im März 1952 inhaftiert. In großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit, der westdeutschen Öffentlichkeit, galt diese Verurteilung aber als Siegerjustiz und von Manstein war weiterhin eine militärische Leitfigur. Das Gericht jedoch lehnte die Anhörung von Manstein ab. Die Rechtsanwälte zitierten in ihrem Bläs dennoch noch einmal dessen Haltung. Und ich zitiere: Ich habe meinen Eid auf Hitler geschworen und diesen Eid zu brechen, war Verrat. Die Strategie der Rechtsanwälte hatte keine Wirkung. Ich hatte schon gesagt, das Gericht bezeichnete den NS-Staat als Unrechtsstaat und den Widerstand vom 20. Juli als rechtmäßig. Das Landgericht Braunschweig stellt im Urteil auch fest, dass die von den Angehörigen des Widerstandes beschriebenen Motive das Handeln der Regimegegner rechtfertigt und dass sie verantwortungsvoll gehandelt haben. Die Widerstandskämpfer hätten Deutschland nicht schaden und Deutschland nicht verraten wollen. Ziel sei vielmehr die Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit gewesen. Vor allem auch für die Angehörigen des Widerstandes, für die Angehörigen der Widerstandskämpfer, war das Urteil 1952 eine Zäsur. Karl Friedrich Bonhoeffer schrieb nach dem Urteil einen Brief an Fritz Bauer und er bedankte sich noch einmal bei ihm. Noch nie habe er die Illegalität des Hitler-Regimes in solcher juristischen Klarheit und Schärfe nachgewiesen gesehen. Auch viele Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Republik schrieben im März 1952 an das Gericht und an die Staatsanwaltschaft. Viele bedanken sich, etwa ein Zahnarzt aus dem Harz, der Auszüge aus Bauers Plädoyer im Radio gehört hatte. In vielen Briefen wurde Fritz Bauer aber auch bedroht und beleidigt. Dennoch war Fritz Bauer mit der öffentlichen Wirkung des Prozesses um den 20. Juli zufrieden. Nach dem Prozess wurde es in Braunschweig zunächst etwas stiller um Fritz Bauer. 1956 dann, 4 Jahre nach dem Rehmer-Prozess, wurde Fritz Bauer Generalstaatsanwalt in Hessen, in Frankfurt am Main. Hier wurde er zu der legendären Figur der deutschen Justizgeschichte und gegen den Zeitgeist initiierte er in Frankfurt den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess. Und Bauer ermittelte gegen die ehemaligen hohen Juristen der NS-Justiz, die die sogenannte Euthanasie gedeckt hatten. Fritz Bauer hielt in dieser Zeit auch viele Vorträge zum Thema Widerstand und zum Widerstandsrecht. Die Frage, die Fritz Bauer 1952 in seinem Plädoyer nämlich gestellt hatte, ob nicht wirklich doch jeder berechtigt gewesen sei, gegen den NS-Unrechtsstaat Widerstand zu leisten, diese Frage war noch immer nicht beantwortet und löste immer noch große Kontroversen aus. 1961, fast 10 Jahre nach dem Braunschweiger Rehmer-Prozess, zeigte sich erneut die Brisanz dieser im Rehmer-Prozess nicht geklärten Frage. Was war geschehen? Der Bundesgerichtshof beurteilte 1961 die Kriegsdienstverweigerung eines Soldaten als nicht rechtmäßigen Widerstand. Der BGH argumentierte, rechtmäßiger Widerstand müsse Erfolg versprechen und er müsse geeignet sein, eine wirkliche Wende zum Besseren herbeizuführen. Kriegsdienstverweigerung eines einzelnen Soldaten dagegen betrachtete der BGH als eine, ich zitiere, wirkungslose Einzelaktion. Dann erklärte das Gericht den im Rehmer-Prozess rehabilitierten Widerstand
der militärischen Elite um Stauffenberg als vorbildlichen rechtmäßigen Widerstand. Fritz Bauer kritisierte die Rechtsauffassung des BGH öffentlich. Er kritisierte sie scharf, er kritisierte sie als obrigkeitsstaatlich. Fritz Bauer prägte dann in Reaktion auf das Urteil des Bundesgerichtshofs 1961 die Formulierung vom Widerstandsrecht des kleinen Mannes. 10 Jahre nach dem Braunschweiger Prozess um den 20. Juli wurde noch einmal deutlich: Die Begrenzung des Prozesses auf den Widerstand vom 20. Juli 1944, auf den Widerstand der militärischen Elite, diese Begrenzung war im Jahr 1952 die große Chance des Verfahrens, den Widerstand zu rehabilitieren. Sie war aber eben auch seine größte Gefahr. Die Frage, wer berechtigt war, Widerstand gegen den NS-Unrechtsstaat zu leisten, blieb in der Bundesrepublik noch lange umstritten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.